Willkommen zurück zu Far Cry 6. Ja. Jetzt gehen wir erstmal nach Juan. Hier haben wir das jetzt mal aufgehört. Das ist mein Büro, Juan. Hier liegt Zeug rum. Ah, mein Lieblingsguerriero. Ah, ich will erstmal Stuff aufsammeln. So, jetzt hören wir. Danny, wieder auf der. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Improwaffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Okay. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. Erstmal die Musik ausmachen. Oh. Kann ich Waffen kaufen? Was ist das? Improwaffe. Brauche ich Uran für. Kaufe ich mir das mal. Was passiert denn hier? Das ist dann der Shop. Gehen wir mal hier hin. Das ist eine Armbrust, wusste ich doch. Ach, Schießpulver braucht man dafür. Ausrüsten. So. Gibt's noch was? Hier hinter. Ach, da oben. Ausgang. Gucken wir mal, was da oben ist. Da komme ich so nicht dran, okay. Gehen wir mal mit zu Clara. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern.
Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleibe erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibar Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktionen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meinen besten Guerillero ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Heffer. Ja, ja. Ich bin nicht klar, das beste Guerillero. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetz es mir, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yaraner. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Jetzt müssen wir 1000 Meter in die Richtung. So, jetzt sind wir da.
ist die Festung. Sieht aus, als wäre seit 100 Jahren niemand mehr hier gewesen. Hey! Maximas Matanzas! Talia! Erstmal gucken. Bisschen aufsammeln. Schmarotzerspur. Hier war ganz sicher. Hm. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Erstmal alles aufsammeln. Sie wollten, dass andere ihnen folgen. Klar, Maximas Matanzas war definitiv beim Fort. Da sind Spuren einer Schießerei und überall liegt Zeug herum. Das klingt nach Ihnen. Kannst du Ihre Spur aufnehmen? Ja, das dürfte nicht schwer sein. Genau das macht mir Angst. Beeil dich, Danny. Ein Hausbesetzer. Anscheinend warst du zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe mir auch andere Klamotten angezogen in der Zwischenzeit, die so ein bisschen ein paar Werte erhöhen. Damit wollten die fliehen? Idiotas! Ein Ausrufezeichen. Debería pasar menos tiempo en el burdel. Estoy embrujada. Gracias. De nada. Kiste. Was ist das? Hoffentlich ist er jetzt wer. Diese Musik. Das muss Maximas Matanzas sein. Cojones. Ich bin nicht der Erste, der sie findet. Oh. Ist da ein Krokodil drin? Ich glaube, ich habe Maximas Matanzas Versteck gefunden.
aber Castillos Soldaten waren vor mir. Anscheinend wollen sie etwas Spaß haben, bevor sie verstärkt werden. Du weißt, was zu tun ist, Dani. Was auch immer nötig ist. Gehen wir mal hier hoch. Oh, hinter mir. Wo sind die Leute? Muss ich da rein, wo die Ausrufezeichen sind? War der letzte geschlossen. Amerikanische Waffen. Scheiße. Die könnte Libertad gebrauchen. Das sollte ich mir ansehen. Schneidest du mich runter oder was, Carajo? Talia sein. Schnauze! Was hat die denn? Hey, meinst du, ich kann das behalten? Nein? Ja? Hey, Mann! Du hast gerade Maximas Matanzas gerettet! Die abgefahrenste Truppe von ganz Yara! Ich hätte es ja selbst erledigt, aber ich konnte nicht aufhören zu heulen. Geh mir aus dem Weg. Ich bin Bicho, Mann! Ich bin aus Mexiko! Lass mich verdammt noch mal hier raus! Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Wenn ich dich rauslasse, wirst du dich benehmen? Mi amor. Fick dich, Talia! Oh, du wolltest dich doch verstecken wie eine feige Pussy, Mann! Willst du sterben, bevor wir in Amerika sind? Oh, starker Mann, Paolo! Also ein echter Mann kümmert sich um seine Frau, indem er sie in einem stinkenden Sumpf versteckt? Perfekte Puta. Coño. Oh, das ist das Vorspiel.
Okay, okay. Habt ihr von Libertad gehört? Clara Garcia schickt mich. Wir waren Libertad vor Libertad. Was denkst du, wer Clara zu ihrer ersten Demo schleppte, als sie noch in der Scheißbibliothek wohnen wollte? Das ist mir egal. Clara weiß, dass ihre Scheißreden keinen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Sie braucht ihre Stimme. Keine Sorge, sie hat nur Scheiße im Kopf, genau wie du. Willkommen im Camp Maximus. Das sind Tiere. Hey, die Soldados sind weg. Kommt raus. So, abgeschlossen. Einrichtungen. Ist Paolo wieder beschäftigt? Schick nicht, damit du mir hilfst. Bekomme ich multiple Orgasmen. Sag mir sofort Bescheid. Also, bitte. Steht als nächstes. Warum bin ich jetzt in der Perspektive? Clara? Ah, da sind die Add-ons. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Maximus Matanzas geht es gut und sie haben hier sogar ein ziemlich solides Lager. Allerdings scheren sie sich in Dreck um Libertad. Gib ihnen Zeit, Dani. Sie haben viel durchgemacht. Ohne Talias Stimme und Paulos Disziplin können wir Castillo nicht besiegen. Du musst ihnen nur helfen, beides zu finden. Okay, Clara. Ich werde mich mal im Lager umsehen. Ich bin gespannt, was sie... Oh. Du hast nur Scheiße im Kopf. Die sind viel mehr Leute, als ich dachte. Sind das auch Musiker? Talia sammelt Träume ein, die dumm genug sind, sich mit Antons Kulturministerium anzulegen. Ich sorge nur dafür, dass sie sich nicht das Gesicht wegschießen. Ich dachte, ich wäre der einzige Aufsteiger. Papa war Ausbilder. Fünfte Generation Armee, dann kam ich. Was ist passiert? Entlassen. Nachdem ich mich von seiner Lieblingstochter in einen Freed verwandelt hatte. Kleine Worte. Scheiße. So ist Trans beim Militär, Kompai. Ich hatte Glück. Talia hat mich beim Clown erwischt. Anstatt mich zu verpfeifen, hat sie mir eine gescheuert. Libertad kann euch allen hier helfen. Libertad? Nach Castillos Wahl kämpften wir mit Clara. Was hat's gebracht? Clara haut ab und spielt Guerriera. Talia wird in Marquesas beschissene Akademie verfrachtet und ich verschulde mich, um sie da rauszukriegen. Bei wem? Bembe, ein Schwarzmarktschmuggler. Wenn er ausgezahlt ist, verschwinden Talia und ich von dieser Insel. Kann ich dir bei den Schulden helfen? Ich nehme keine Almosen. Okay. Wieso bist du ausgetreten? Hab meinem Ausbilder vor den Kehlkopf gehauen. Ich bin ein Morgenmuffel. Sekunde. Bembe ist da in der Kirche. Okay, Clara. Ich werde mich mal im Lager umsehen. Ich bin gespannt, was sie damit gemacht haben. Swift und Annie. Ich muss jemanden in der Kirche treffen. Ist das da hinten? Schulden begleichen. Wir gehen mal zu dem Haussymbol. Ich weiß das, Paolo. Vorarbeiter. Lager. Ah. Statt den Guerillakämpfer mit besseren Waffen und einer besseren Ausbildung aus. Dieses Bauwerk bietet Zugang zu einem Wingsuit und ermöglicht dir beim obersten Speer Verstecke im ganzen Land als Schnellreise zu kaufen. Ah. Will mit dem Lager zu tun. Machen wir mal. Aber wer braucht. Jetzt wird es
nichts gut. Hast du ihm Tricks beigebracht? Ach, da kann man Verstecke aufdecken. Okay. Gut. Du bist auch ein Fan, was? Halt dir die Hände. Ah, da habe ich nicht genug. Okay. Schmutzig zu machen? Gehen wir mal zu dem Aufrufezeichen. Machen Rennen. Fand ich in Far Cry früher nicht so toll. So, okay, dann müssen wir wohl. Muss ich mal gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt Schulden begleichen und dafür müssen wir 1600 Meter weiter. Die anderen sind noch weiter. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.